So, heute habe ich mal so eine kleine Lampe konstruiert und rausgeschnitten zum Zusammenstecken. Also meine Hoffnung war, dass es dann alles, wenn man es zusammensteckt, schon einigermaßen hält, ohne dass man es zusammenschweißen muss. Also es hält auch, wenn man es zusammensteckt. Jetzt nicht mordsbombenfest, aber es hält. Ja, genau, oben kommt. Ups. Habe ich noch eine da? Einfach so eine Solar-LED-Lampe rein. Und ja, dann kann man das in den Garten stellen. Die Dateien werde ich auch wieder zum Download zur Verfügung stellen. Also ich habe die Dateien einmal eben mit diesem Blättermuster und ich habe auch zwei so Halloween-Motive mit rein. Die habe ich von der 3DXF-Seite einfach übernommen. Ist einmal eine Katze und ein Kürbis. Ja. Ich mache mal schnell das Licht aus. Dann sieht man auch, wie sie leuchtet. Ja, also es ist jetzt nicht ganz dunkel. Aber man, glaube ich, kann es irgendwie schon erkennen. Genau. Geschnitten ist es jetzt aus 1 mm Blech und besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teilen, also Boden, Deckel und die vier Seiten. Ja, und die Solarlampe. Die werde ich auch verlinken, falls jemand auch bauen will. Ich werde es jetzt nochmal zerlegen und die Einzelteile zeigen und auch zeigen, wie ich es zusammengesteckt habe. Ich weiß noch nicht, ob ich sie zum Schweiß oder einfach so lasse. Muss ich mal schauen. So, ich habe es jetzt wieder zerlegt. Also sie war doch relativ fest zusammen. Und zwar, also das ist der Boden. Und im Boden sind an allen Seiten drei solche Schnitte. Und die Seitenteile haben unten auch drei solche Zapfen. Und dann werden die quasi hier reingesteckt. Manche sind jetzt ein bisschen locker drin. Manche musste ich mit dem Hammerl ein bisschen reinklopfen. Je nachdem, wie halt da der Ausschnitt geworden ist. Bei manchen ein bisschen enger, bei manchen ein bisschen weiter. Dann die Seitenteile haben auch auf einer Seite hier so einen Schnitt und auf der anderen Seite auch wieder so eine Nut. Und dann werden die quasi auch seitlich dann miteinander zusammengesteckt. Also ich habe erst alle vier Seitenteile in diese Bodenplatte, dann die Seitenteile hier ineinander eingefädelt und dann zum Schluss eben oben hier auch wieder mit diesen drei Schnitten auf jeder Seite und den drei Zapfen oder wie auch immer auf der Oberseite. Das dann drauf. Das habe ich auch, weil manche ein bisschen enger waren, mit dem Hammerl ein bisschen draufklopft. Genau. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer hier das Telefon zu halten und das zusammenzubauen. Ja, aber ich werde jetzt nochmal zusammenstecken. Ah ja, genau, die LED-Lampe wird dann oben einfach, ups, da reingesteckt. Okay, ich habe jetzt die Lampe doch wieder zerlegt und habe sie schwarz lackiert. Die Lackierung ist zwar jetzt nicht sonderlich schön geworden, teilweise. Ich bin auch nicht der beste Lackierer. Ich muss zugeben, ich habe ja auch nicht viel Mühe gegeben mit der Vorbereitung vom Lackieren. Ich habe jetzt die Lampe auf der Außenseite schwarz gemacht und innen silber. Ich habe auch hier am Rand innen diese Schlacke dran gelassen, also quasi die Schneidunterseite. Genau. Und ja, jetzt werde ich es mal zusammenstecken und einschalten. Ach ja, noch vielleicht zur Info. Ich habe das jetzt geschnitten mit einer 1, nee, einer 0,9 mm Düse im P60 Brenner.
Diese Nut-Ausschnitte hier sind teilweise ja recht gut geworden, teilweise auch nicht so gut. Wie gesagt, manche klemmen ganz gut, manche sind recht locker. Ich werde es jetzt nicht zusammenschweißen, ich stecke es einfach zusammen und es war fest genug, dass es auch so gehalten hat. Vielleicht noch ein kleines Zwischenupdate. Ich habe schon mal wieder auch ein paar Teile für diese Drachenfeuerschale rausgeschnitten. Und da hatte ich ja Probleme, dass die Schnittkanten bei 4 mm so schief werden. Und ich muss sagen, die sind jetzt wirklich top geworden. Also, ich weiß auch nicht, was das Problem war. Ich habe echt viel rumgespielt, habe jetzt eigentlich nicht wirklich was verändert. Andere Düse wieder rein und von einem auf den anderen Tag. Ja, die sind jetzt auch noch nicht bearbeitet. Da sieht man, auf der Seite ist überhaupt kein Grad, minimal. Auf der Seite ist wieder ein bisschen mehr. Das war aber auch, da wo nicht mehr viel Material quasi stand. Also da war hier schon ein Ausschnitt und da war ganz wenig Material. Da habe ich jetzt schon festgestellt, wenn ich quasi da am Rand entlang schneide, wo nicht mehr viel Material daneben ist, dass dann da mehr Schlacke zustande kommt. Genau. Aber jetzt weiter mit der Lampe. Gut, also ich habe es wieder zusammengesteckt. Wie gesagt, die Stränge reingegangen sind, habe ich einfach mit dem Gummihammer ein bisschen draufgehaut. Es hält jetzt nicht bombenfest, aber ja, wenn man es mit beiden Händen nimmt, kann man es irgendwo abstellen. Ich glaube, wenn ich jetzt oben anheben würde, kann sein, dass es auseinanderfliegt. Naja, halt sogar. Ja, vielleicht wäre halt irgendwie doch Punkten oder Schweißen besser. Weiß ich auch nicht, wie es dann mit dem Lackieren ist. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich es innen silber lackiert habe, also eine Seite. Und die äußere Seite schwarz. Ja, und jetzt kommt das LED-Licht rein. Und dann mache ich mal das Licht aus und schauen wir es uns an. So, ist denke ich ganz hübsch geworden. Ja, genau. Wie gesagt, ich stell die Dateien wieder zum Download in die Videobeschreibung und viel Spaß beim Aufbau. So, ich habe jetzt nochmal eine andere Version rausgeschnitten und zwar mit diesen ja, Katzen drin. Und ich habe die Dateien jetzt auch nochmal abgeändert. Ich habe diese Zapfen oben ein bisschen länger gemacht und habe auch versucht, dass ich links und rechts ups, wie so eine kleine Wölbung außen stehen lasse. Dass es ein bisschen besser zusammenhält. Also es hält jetzt auch ein bisschen besser zusammen. Ist jetzt aber auch nicht geschweißt. Wenn man es hochhebt, fällt es auch auseinander. Genau. Aber so zum Hinstellen ist das, denke ich, ganz gute Sache. So, da kommt jetzt auch wieder einfach oben dieses LED-Lichtl rein. Genau. Ja, wie gesagt, die Dateien lade ich hoch. Alle in dieser abgeänderten Form, wo diese Zapfen jetzt eben ein bisschen länger sind wie hier. Und dann kann man sie entweder ja, schweißen oder ein bisschen umbiegen. Und dann hält es auch, ja, sag ich mal, gut zusammen. Genau. So, ich habe jetzt mal was probiert. Ich habe jetzt einfach das im Schraubstock eingespannt. Also nur diese rausstehenden Zapfen. Und habe die einfach alle leicht nach außen gebogen. Also den hier auch. Und die oberen auch. Und ja, in der Hoffnung, wenn man es jetzt zusammensteckt, dass es dann gut zusammenhält, ohne zu schweißen oder zu kleben. Okay, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich denke, so werde ich es in Zukunft auch immer machen mit den Lampen, wenn ich da auch noch mehr mache. Dass ich einfach diese Laschen ein bisschen umbiege. Das Ganze lässt sich dann zusammenstecken.
und hält auch. Also wenn man jetzt das hochhebt, dran wackelt und rüttelt, dann fällt es mit Sicherheit auseinander. Aber ich sag mal so, hält es jetzt eigentlich ganz gut, wenn es irgendwo im Garten steht oder so. Da fehlt sich nichts. Genau, also nicht geklebt, nicht geschweißt. Einfach diese Laschen bisschen abkanten, also abbiegen und ja, zusammenstecken.